Hi. Richard! Hier, bitteschön, als Geschenk. Schenke ich dir ein paar Nüsse, weil du ja sonst nichts hast. Wir haben mehr, um uns zu wehren. I guess. Wobei wir theoretisch auch bei den Kokiris wieder ein bisschen mehr machen könnten. Aber wir gehen erstmal kurz rüber nach Majora. Als Dank gab es ein paar auf die Nuss. Ja. Fand ich jetzt schon nicht so nett. Küsschen aufs Nüsschen. Gott. Nee, du. So, einmal Hose gerichtet. Beziehungsweise den Rock. Die Tunika. So. Und einmal rüber nach Majora. Ist jetzt wieder erster Tag oder geht's da weiter, wo ich gerade aufgehört habe? Es macht da weiter, wo ich aufgehört habe. Okay. Dann holen wir uns mal erstmal ein bisschen Stuff. Heißt, solange ich nicht die Ocarina finde, da oben ist eine Fee. Ja gut, die kann ich mir auch später holen. Haben wir ein Problem? Naja, ich habe ja nichts. Da können wir nichts machen. Wir können mal hinten einmal die Truhe holen, die oben versteckt ist. Also, einmal dahin, da und darüber. Ne, ist auch nur ein Schlüssel oder ein Silberrubin. Ein Silberrubin für Shadow Spikes. Überlegen, das war der erste. Es gab schon eins, was für den Schattentempel, aber... Haben wir irgendwie so eine Liste für Sachen, die wir haben? Kann man da, sich da irgendwie was anzeigen lassen? Nein. Okay. Gucken wir mal, was statt der Fee hier in dem Bereich so ist. Ein Zwacken, der hier rumfliegt. Ja gut. Ich vermute mal auch, dass die Ocarina safe in Majora, in Ocarina ist. Eben damit, sonst kann man sich ja hier nicht... Ja, sonst softlockt man sich hier eventuell, wenn man am Ende der Zeit ist und die Ocarina hier nicht finden kann. Ich dachte auch, es gibt eine Taste, die man im Menü drücken kann, aber ich habe alle Tasten gerade durchprobiert und keiner hat funktioniert. Oh wait, da oben ist noch ein Item. Und da ich ja schon Link bin, sollte ich da ja eigentlich auch drankommen können. Yay, noch mehr Nüsse. Für wen? Für Ocarina of Time. Na gut. So, schauen wir mal in den Shop, ob der was Gutes für uns hat. Die Bomben wurden uns an der Grenzkontrolle abgenommen. Nun. Das oben links ist ein Lied, oder? Goron Lullaby. Geht ja. Stone Tower. Ein Dekoschild. Das ist gut, weil damit können wir jetzt mit den... Für wen ist es eigentlich? Für hier wahrscheinlich dann, ne? Shadow Spikes. Shadow Spikes. Haben wir schon mal ein paar mehr davon. Ich nehme mal den einen schon mal mit. Ich krieg eh 5 Rubine wieder zurück. Ich kann nämlich jetzt einmal kurz nochmal in den Bombenshop gucken. Warum fällt es eigentlich wieder als ersten Dungeon? Ach, den Dekoschild gibt es in Majora nicht. Ja gut. Stimmt, jetzt wo ihr es sagt. So, was hast du denn? Silver Rupee für den Well.
Goldskulptur-Token oder ein Zwacken für einen Fuffi. Aber dann passt die Aussage, wir können jetzt mit den Goronen handeln. Und ich meine, zumindest in anderen Randomizern haben die es immer recht günstig auch verkauft. Darf ich überhaupt die Stadt verlassen? Weil ich habe ja eigentlich kein Schwert. Okay, das interessiert die Leute nicht. Wie soll man sich merken, was in welchen Shops ist? Es gibt zum Glück nicht so viele Shops. Die sind alle schön auf einem Haufen. Na, nicht wirklich auf einem Haufen, aber es gibt halt nicht so viele Shops. Dementsprechend kann man die eben mal fix abarbeiten. Also ging es der Wache nie um das Schwert. Er war einfach nur rassistisch gegenüber den Dekus. Schon, ne? Das ist schon nicht so nett. Oh, da oben ist was Gutes drin. Holen wir uns das mal die Truhe da hinten. Ja, da ist ein Loch im... Da wollte ich rein. Eindeutig. Ich wollte nämlich gucken, was in dieser Truhe ist. Ja. Worth it. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Ich glaube, da sehe ich ein Herzteil. Das ist ein Gegner, ja. Das ist eine Herzteiltruhe. Ja. Anscheinend auch für dieses Spiel. Heißt dann, wenn ich Sachen für das andere Spiel finde, sagt er es mir. Wenn es aber das für dieses Spiel ist, sagt er es mir nicht. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da. Das Item auf dem Baum komme ich nicht dran. Ich könnte zur Hexe gehen und gucken, ob ich da noch was einkaufen kann. Und ich könnte mir vorher noch ein bisschen Geld hinten bei der Schießbude holen. Beziehungsweise einmal meinen Geldbeutel komplett voll machen. Majora hat zum Glück auch so ein paar Sachen, die man am Anfang schnell sich besorgen kann. Hilfe, lass mich in Ruhe. So. Sollte erstmal reichen. Wobei ich behaupten würde, man muss Majora nicht ein einziges Mal betreten, um die Ocarina der Zeit und die Hymne der Zeit zu finden. Einfach um den Softlock komplett zu umgehen. Heißt, alles was wir hier tun, ist komplett optional. Oh, T-Link ist ein Lappen. Majora's Mask Link kann immerhin Gras rausreißen. Ja. Stimmt. Aber ich sage mal, wir müssen ja eh erstmal die Ocarina kriegen, um überhaupt in Majora's Mask Legend spielen zu können. Weil sonst halt immer die Gefahr des Softlocks ist. Also müssen wir die Ocarina haben, müssten wir theoretisch eigentlich nicht hierhin. Zum Glück wurden Rasenmäher erfunden. So, haben wir hier noch was Cooles, was ich vielleicht mitnehmen kann? So ein Schwert oder so? Nee, nur Schlüssel und mehr von diesen Silberrubinen. Was? Oh, wie nett. Ja, Potion, eindeutig. Oh, ein guter Training-Scout-Schlüssel. Nehme ich mit. Gut. Ja, wir sollen sie von ihrem Leid erlösen. Nun. So, ich glaube, wir haben genug jetzt erstmal hier gesehen.
Oh, wait, Moment, ich habe jetzt eine Methode, um mich zu wehren? Haben wir nicht gerade. Was haben wir denn gerade bekommen? Haben wir nicht gerade Bombenschuss? Oh, wait, ich habe keine Bombentasche. Deswegen kann ich die nicht einsetzen. Heißt, die sind im Endeffekt. Naja, habe ich sie aber wieder fallen lassen, weil ohne Bombentasche kann ich die natürlich nicht tragen, ne? Bekam ich hier nicht irgendwo noch eine Kamera? Hier, von dir. Ah, nee. Bekam ich die Kamera? Ist auch niemand da. Ich muss die erst retten und dann kriege ich die Kamera. Na gut, dann halt nicht. Wobei, wenn wir eine Flasche haben, können wir uns roten Trank einfach kaufen für Majora. Das heißt, den können wir dann Kome sehr schnell vorbeibringen. Dann könnte ich mal die Statuen aktivieren. Nee, wir können gar nichts. Wir gehen zurück zu Ocarina. Ich glaube, aktuell können wir wirklich hier nichts tun. Ich habe sonst noch... Wir hätten noch, glaube ich, eine Säule, in die wir reinklettern können. Und ich glaube sonst... Ah, da oben ist sogar was Wichtiges, sehe ich gerade, weil da so ein Triforce-Symbol drauf ist. Ja, wir gehen noch in eine Säule eben rein und dann hauen wir wieder ab. Dann ist gefühlt auch schon der erste Tag rum. Ich habe das halt auf Japanisch geguckt, Demon Slayer. Und da nutzt man halt natürlich auch den japanischen Namen für die Säulen. Deswegen klang das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, so super seltsam. Aua. Dass die dann im Deutschen einfach Säule heißen. Im Japanischen heißen die einfach Hashira. Was übersetzt einfach Säule heißt, aber, ne? Oh je, und zwacken. Seine Fall war so mein Fuck für mich, als man. Gemacht, dass man da hoch kann. Ja. Und dann war da oben natürlich auch ein wichtiges Item damals, ne? Ich hätte hier die Reservierung abholen können, ne? Komplett vergessen. Aber wir können eben noch zu Kaffeis Mutter. Da kriegen wir noch ein Item. Was ist da im Original drin? Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Das ist halt die Sache, deswegen weiß auch niemand, dass da was ist. Hallo, ich möchte auch nach ihrem Sohn suchen. Ja. Ich bin voll dabei. Danke. Ich glaube, es war sogar ein legitimer Silberrubin diesmal. Schön. Das ist so ein bisschen das Geld, das ich schon mal anfangen kann zu suchen, ne? Schön, dass sie mir damit meine zwei Beutel, zwei Rubine in meinem Beutel noch voll gemacht hat. Finderlohn im Voraus. Oh wait, wenn ich eh gerade hier bin, kann ich mich eben schnell heilen. So, und zurück zur Ocarina. So, was habe ich jetzt hier? Ich habe mein Schild. Das ist schon mal gut. Und wir haben viel Geld. Hat das Schild gerade meine Haarfarbe geändert? Okay. Passiert halt.
Und jetzt ist sie wieder normal. Nun. Ja, schön. Wir gehen jetzt erstmal nochmal zur Lonlon Farm und gehen da einmal zu den Händlern und gucken, ob die irgendein gutes Item für uns haben. Dann gehen wir zurück in die verlorene Wälder und gucken da, ob wir noch ein gutes Item vielleicht kriegen bei den Händlern. Und in den Deko-Baum können wir dann auch nochmal. Man kann in Majora's Mask diese Schleife, die man fürs Lösen der Sidequest im Bomberbuch bekommt, randomisen. Okay. Das kann ich dir nicht sagen, Al. Das werden wir sehen, was wir jetzt gleich kriegen werden. Ah, so funktioniert das. Hi. So, Goldskulptula für 20. Nö. Was hast du? Oceanskulptula für 40. Nö. Aua. Stray Fairy. Nee, okay. Man kann ja auch mit den Nüssen stunnen. Na ja, gut. Die haben wir hier in den Schule auch schon bekommen. Also hätte es auch so legitim funktioniert. Aber ja, ein Dekoschild müsste es, meine ich, mehrmals auch geben. Allein, weil man den mehrmals schon kaufen kann. Dass wir bei den anderen ein bisschen mehr Glück haben. Und dass die vielleicht besseren Stuff zum Kaufen haben. So, das müsste so, ja, ungefähr in diese Richtung sein, aber da ist eine Wand im Weg. Sache ist, es kann ja sogar sein, dass wir gar nicht mal alle Dungeons machen oder alle Bosse besiegen müssen, je nachdem, wo deren Belohnungen rumliegen. Kann ja sein, dass die ganzen Dungeon-Belohnungen, um zu Ganon zu kommen, einfach draußen irgendwo rumliegen, weil das ja alles gerandomized ist. Sag mal, irgendwas lag ja da auf der Ebene von Termina einfach so rum. Mal schauen. So. Die Killer-Omas. Die willst du unbedingt sehen. Sexy Thermohexi. So. Die wurde uns schon im letzten Rando verwehrt. Haben wir die nicht gemacht? Echt nicht? Naja, gut, das kann wirklich sein. Vielleicht haben wir sie dann dieses Mal. So. Einfach gleich, um es mal kurz zu demonstrieren, dass man die auch einfach mit einer Nuss stunnen kann. Tada. Progressive Ocarina. Ja, yes, gib her. Haben schon mal die Feen-Ocarina. Sehr schön. Ist zwar noch nicht die Ocarina der Zeit für
Geht das mit Bomben eigentlich auch? Nun. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben mit Bomben. Ah ja, es ist noch nicht die Ocarina der Zeit. Das heißt, noch können wir damit nichts in Majora machen. Aber wir haben schon mal eine Ocarina für dieses Spiel. Oh wait, das können wir einmal sprengen. Oh, nice. Hier ist was Großes. Eins von den Medaillons oder so? Die größere Geldbörse. Also die zählt auch zu diesen guten Items. Die ist sehr praktisch. Die hätte ich vorher haben können, bevor ich da mit der Mutter von Kaffee geredet habe. So. Hi. Was hast du im Angebot? Silver Rupee. Eisblock. Erstmal nicht. Purple Rupee. Ja, gerne. Der ist nämlich 50 wert. Für 15. Vielleicht habe ich ihn gerade ein bisschen über den Tisch gezogen. Aber nur vielleicht. Und nur ein bisschen. So. Flupp. Nichts. Oh ja doch, Geld. Ich glaube, irgendwo hier sind auch noch ein paar Löcher, die man mit der Hymne der Zeit aufmacht. Oh wait. Ich glaube, ich bin irgendwie den falschen Weg gegangen. Denn hat ja einfach Schweigegeld bezahlt, damit du ihn nicht anzeigst, da er dich angegriffen hat. Einmal nochmal kurz durch den Wald durch. Weil es da hinten ja auch noch was gab. Ich glaube, hier musste ich jetzt erst und dann nach rechts. Ist da was hinter? Ah ja, da ist noch ein Loch. Mit noch mehr Händlern. Was hast du im Angebot? Small Key. Vielleicht, aber nicht jetzt. Ich gucke gerade, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe, falls hier was richtig Gutes ist. Prelude of Light, zum Beispiel das. Nintendo, danke für 61 Monate Treue, sogar auf Stufe 3. Super geil von dir. Wir haben endlich die Kantate des Lichts. Das Lied, was uns im letzten Randomizer komplett verwehrt war. Jetzt dürfen wir die doch mal haben. Wieso ist es eigentlich auf dem Kopf? Vielleicht, um das mit den Majora-Liedern zu unterscheiden. Könnte ich mir vorstellen. Oh wait, hier muss ich gegen Wölfe kämpfen, ne? Gegen zwei auch noch. Die sind zu smart dafür. Dann gehe ich doch lieber. Na gut, dann gehen wir einmal kurz zu den Goronen. Weil noch habe ich ein paar Bomben. Dann kann ich zumindest kurz mal bei denen rein und mit Salias. Nee, Moment, in Salias Lied komme ich noch nicht direkt weiter. Aber so ein bisschen was kann ich da machen. Im letzten Rando haben wir versucht, keine Truhen zu öffnen. Das war der ganz seltsame Rando. Ist
der Shop eigentlich offen? Nein, aber ich kann ihn aufmachen. Noch habe ich Bomben. Aua. Was hast du da hinten denn Schönes? Für 10! Okay, ich nehme es. Die Ocarina der Zeit bekommen, nice. Und die Bombentasche für Majora, die ein bisschen teuer ist. Aber das kann ich mal mitnehmen. Es sind immerhin 10 gratis Rubine. The Chicken. Okay, The Chicken. Diese Importgebühren. So, hier kann man erstmal noch nichts tun. Oh wait, hier sind Stöcke drin, oder? Meine ich? In irgendeinem Pott waren noch Stöcke.